Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video heute und damit zu einer neuen Episode von einem Q&A für den vergangenen Monat, das heißt für den April. Und zu Beginn, bevor wir also 15 Fragen heute uns wieder anschauen und ich diese beantworte, dann kommen wir erstmal zu dem wichtigsten Punkt, nämlich dass wir heute also ein Patch haben werden, heute Abend, ich denke mal so gegen 18, 19 Uhr. Das bedeutet, wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal vorbei auf Twitch, um 17 Uhr legen wir heute los mit einem Stream. Wir spielen komplett den Patch mal durch, gucken uns die Story an und dann schauen wir mal, was vielleicht alles so Neues auf uns wartet. Aber ist auch egal, es geht ja nicht um den Patch. Also fangen wir an mit dem Q&A. Ihr habt mir Fragen gestellt, ich beantworte diese Fragen wie immer. Wenn ihr weitere Fragen habt und euch sagt, hey, pass auf, dann erzähl mir mal was dazu oder ich hätte mal eine Frage dazu, dann einfach unter dieses Video kommentieren und diese Fragen werde ich dann in dem nächsten Video behandeln. Wir fangen an mit dem Maurice. Maurice hat mich gefragt, hey Dürden, seit wann spielst du denn schon Guild Wars 2? Ich spiele Guild Wars 2 schon seit der ersten Open Beta, das bedeutet 2012, im April, Mai, glaube ich, war das. Also ungefähr, ja, so 6 Monate vor dem Release von Guild Wars 2 habe ich dann angefangen mit der Closed Beta, war unglaublich gespannt darauf, war begeistert von den ganzen Sachen, die da kommen sollten. Vor allem war ich begeistert, wenn man jetzt darüber so spricht, ist es auch ein bisschen lustig vom World vs. World. Ich dachte so, wow, cool, du hast deine Leute, mit denen du da eigentlich spielst und wenn du die mit reinbringst, kannst du im World vs. World so als Gruppe ganz viel bewegen und ja, hat sich dann rausgestellt, dass das gar nicht meins ist, aber dafür der Rest und ja, deshalb spiele ich jetzt schon seit 5 Jahren, ich glaube, ich habe 5700 Spielstunden, ist gar nicht so viel für diese lange Zeit, ich glaube, bei Guild Wars 1 waren es dann am Ende irgendwie 12.000, aber ich habe ja auch noch ein bisschen vor mir. Okay, nächste Frage von Henrik Jansen, wann kommt das nächste Schwarz-Löwen-Truhen-Unboxing? Diese Unboxing-Videos, die mache ich immer nur dann, wenn ich irgendwie entsprechend viele Gems zusammenbekommen kann, um mir diese Boxen auch zu kaufen. Das heißt, ich benutze hier weder meine Partner-Gems noch irgendwelche großen Spenden. Ich meine, gut, Spenden schon, wenn Leute sagen, pass auf hier, mach mal auf, damit ich es nicht aufmachen muss. Aber ja, die Schwarz-Löwen-Truhen-Openings kommen immer dann, Henrik, wenn also neue Truhen rauskommen, was nicht immer der Fall ist. Nächste Frage von Sebastian. Würdest du es begrüßen, wenn eine neue Klasse in Guild Wars 2 dazukommt? Wenn ja, welche Richtung sollte diese Klasse für dich persönlich sein? Da sich ja die Gerüchte verdichten, wo wir mit dem End-On hinkommen. Wir haben einen Haufen Leaks gesehen. Es gibt zurzeit einen Leak sogar mit den ganzen Karten, mit den ganzen Elite-Spezialisierungen. Das heißt, dass man da alles schon sieht. Ich weiß nicht, wer so bescheuert ist von den Alpha-Testern bei ArenaNet, das alles raushaut. Aber es ist wirklich traurig. Was ich mir aber wünsche, ohne auf diese Leaks einzugehen, ist bei einer neuen Klasse eine Klasse, die ein bisschen mehr noch mit Minions macht. Also wir haben das zwar schon beim Necro, dass er mit Minions kämpft, aber ich finde das mitunter eher so sporadisch. Es wirkt so wie, ja gut, das sind die Minions, aber wirklich viel können die nicht. Und es wäre cool, einfach mal so eine Elite-Spezialisierung zu bekommen oder eine Klasse, jetzt gucke ich mal auf die, ja eine Klasse, na okay, eine neue Klasse ist natürlich so eine Frage. Da habe ich das eher auf Elite-Spezialisierung bezogen, aber eine neue Klasse. Sebastian, was kann ich dir sagen? Vielleicht eine neue Klasse wirklich mit Minions, aber das haben wir dann doch schon über den Necro. Dann, wenn es eine ganz neue Klasse ist, eine ganz neue Art, vielleicht irgendwas, was zum Beispiel das mit den Hologrammen aufgreift. Ihr wisst vielleicht, mit Timey haben wir ja zum ersten Mal diese Hologramm-Technik irgendwo auch gesehen in Form von diesen ganzen Tests, die wir da gemacht haben, in Ratanovos in dem Labor. Das wäre vielleicht eine Idee, so eine Art Holo Crafter, ich weiß nicht, wie man den nennen soll, einer, der praktisch Hologramme benutzt, um zu kämpfen, was natürlich ganz cool wäre. Weiß jetzt nicht, ob das geht, aber das wäre auch so eine Art Minion-Form vom Kampf und da wäre ich auf jeden Fall dabei. Nächste Frage von The Garrots. Lieber Dürden, was für ein Legendary, sprich Waffentyp, eventuell Designidee wünschst du dir für Guild Wars 2? Was ich mir wünsche für Guild Wars 2, für eine Designidee, ist definitiv, dass wir Unterwasserkämpfe mehr haben, hier irgendwann komplett unter Wasser kämpfen und ich da meine Unterwasserwaffen benutzen kann, nämlich auch meine legendären Waffen. Ich muss ehrlich sagen, für die Oberwelt habe ich jetzt bei den Legendaries keinen tollen Waffentyp, keine tolle Waffentyp-Idee. Ich hätte ganz einfach gerne mal eine legendäre Waffe, die nicht so aufdringlich ist mit jedem Effekt, sondern die irgendwie was ganz, ganz Cooles hat, einen coolen Effekt, vielleicht auch nur beim Waffe ausführen, keine Einhörner für verschießt und auch sonst eben jetzt nicht so plump daherkommt. Also irgendein Legendary, wo man sagt, das ist echt ein schönes Gerät. Ja, das ist so der Punkt.
wird es aber niemals geben. SNDM fragt mich: Hallo Dörn, wie groß ist dein Jogginghosenradius? Also wie weit entfernt von zu Hause bist du in Jogginghose anzutreffen? Wie groß ist mein Jogginghosenradius? Eine gute Frage, eine wichtige Frage auf jeden Fall, die die Welt bewegt. Und ich würde sagen, mein Jogginghosenradius kennt keine Grenze. Also ich bin auch jemand, das ist vielleicht mal ganz wichtig zu betonen, ich bin ein Mensch, der sich keinen Kopf macht darüber, was Leute von mir denken. Und wenn ich mich in einem Kleidungsstück wohlfühle, dann habe ich auch das Recht, damit mich zu bewegen. Damit kann ich heimfahren, kann zum Sport gehen, kann einkaufen gehen. Ja, das ist so, mein Jogginghosenradius ist praktisch unendlich. Ja? Gut, nächste Frage. Dark Hyra fragt: Dürren, was hältst du davon, dass Ohr noch nicht gereinigt ist, beziehungsweise die Map? Hoffst du, dass mal eine saubere Ohrkarte kommt? Ich hoffe das natürlich schon lange. Ich glaube es aber nicht, denn was wir natürlich hier haben, ist das Problem, wenn du eine gereinigte Ohr-Version der Karten machst für alle Spieler, die die Story durchhaben, sind permanent alle Spieler, die irgendwie neu nach Ohr kommen, immer in diesem Problem, dass diese alten Karten betreten und es ist keiner mehr da. Es ist überhaupt kein Spieler von den alten Spielern da. Deshalb glaube ich, werden sie das nicht machen können. Es sei denn, man schafft es irgendwie, dass die persönliche Geschichte da dran vorbei erzählt, auch für neue Spieler, und man sich gar nicht mehr wundert, dass das jetzt gereinigt ist. Aber wenn das eben gereinigt wäre komplett, gäbe es auch keine Gegner mehr. Auch ein Problem, ne? Deshalb, nein, keine Chance. Velomil fragt mich: Was fesselt dich so sehr an Guild Wars 2, dass du das Spiel selbst noch nach all den Jahren spielst? Das ist eine Frage, die ich auch oft im Stream bekomme und die eigentlich sehr einfach zu beantworten ist. Übrigens entschuldige ich ganz kurz nochmal meine Erkältung, die hat mich jetzt ein bisschen härter noch getroffen, deshalb spreche ich auch so. Guild Wars 2 hat die Eigenarten, das ist eben ganz, ganz spannend, mich an so vielen Stellen aufzuregen, gleichzeitig aber auch zu begeistern als Spiel, weil es eben ein Spiel ist, was dir als Spieler sehr viele Freiheiten lässt, wie du deine Zeit gestaltest, was du in deiner Zeit tust, und vor allem hat das Spiel so viele Quality of Life Changes, diese QOL Features, die das Spiel irgendwie so toll machen, so zugänglich machen, dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich jetzt ein anderes MMO anfange, dass da mir was fehlt. Dass es irgendwie so diesen Moment gibt, so wirklich bin ich nicht überzeugt von diesem MMO. Irgendwelche Kleinigkeiten, die sich dann so krass summieren, dass ich sage, Guild Wars 2 macht eigentlich wirklich 80% alles richtig, 20% sehr falsch, aber die 80% sind, die überwiegen so stark, dass man sagen muss, es ist leider das Beste im MMO für mich, in dieser Form, wie es eben ist. Vor allem kannst du ständig sagen, oder permanent sagen, ich möchte nicht mehr spielen, das Spiel kotzt mich an, dann hörst du eben auf. Du hast ja keine Mehrkosten. Zahlst einmal und hast es für immer. Ne? Das ist ganz cool. Hai fragt: Teku oder Koda? Ich glaube, du meinst Tengu oder Koda. Tengu, ganz klar. Ice Cream Apple fragt: Hast du auch Guild Wars 1 gespielt und was sind deine nächsten Ziele auf YouTube oder in Guild Wars 2? Ich habe Guild Wars 1 gespielt. Meine nächsten Ziele auf YouTube sind nicht vorhanden. Ich habe keine Ziele. Denn wer Ziele hat, meine Freunde, der hat doch irgendwann ein Ende erreicht. Und das wollen wir ja nicht. Guild Wars 2 ist ein Ziel, einfach so viele Skins wie möglich freizuschalten über die Karten. Ich bin da noch immer ein bisschen faul gewesen bei den Living World Updates auf den Karten, weil mich dieses Farmen der Währung ein bisschen ankotzt, weil das eben daily-mäßig gecapped ist, mit allen Charakteren nur einmal abbauen, das ist ein bisschen nervig. Das sind so meine Ziele, alle Skins dazu bekommen, ansonsten einfach ein bisschen rumzudümpeln. Frage von Sir Lucan oder Lauken: Ist du genauso schlecht im PvP wie ich, auch wenn du Jogginghosen trägst? Ist du? Ich glaube, du hast bist du geschrieben, ich habe es falsch kopiert. Bist du genauso schlecht im PvP wie ich? Vermutlich schlechter. Und das hat auch nichts mit Jogginghosen zu tun. Aber gut, dass du darauf ansprichst, dass man Jogginghosen dabei tragen kann. Man kann übrigens Jogginghosen bei allem tragen. Ja? Wichtige Anmerkung. Servus. Spielst du lieber Raids, Fraktale, Fractals of the Mist oder Dungeons? Und wie findest du es? Ein sehr altes Thema, dass die Dungeons so zerstört wurden. Nach und nach. Von Easy Gaming die Frage. Erstmal die Frage: Raids, Fraktale oder Dungeons? Fraktale, ganz klar. Ist der Content, der mir am meisten bietet. Wie findest du es, dass Dungeons zerstört wurden? Ich muss ehrlich sagen, ArenaNet hat in der Vergangenheit ziemlich viele Designentscheidungen getroffen, wo man sagt, seid ihr eigentlich noch ganz bei Trost? Und ich denke auch, dass mit den Dungeons ist so ein Problem. Der Punkt ist nur der, dass man natürlich Dungeons trotzdem spielen kann. Gerade jetzt mit dieser Überarbeitung vor einiger Zeit, mit diesem, man kriegt 5 Gold, glaube ich, für 5 Wege oder 10 Wege. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, weil ich es gar nicht spiele. Das war schon eine coole Idee, was aber ich finde, was man einfach machen könnte,
wäre, den Dungeons noch ein paar Erfolge zu geben. Und vor allem genau solche Daily-Truhen zu geben, wie es die Fraktale haben. Damit macht man aus Dungeons den gleichen 5-Mann-Content wie aus Fraktalen der Nebel. Und hat hier noch was Spezielles, vielleicht noch Skins, Waffenskins für jeden Dungeon, neue Erfolge und so ein Zeug. Das auf jeden Fall, das kann man ganz, ganz leicht einbauen, würde ich sagen. Vielleicht kriegt man ja sowas nochmal mit irgendeinem Add-on. Wir werden es einfach sehen. Okay, Caruso fragt mich, hey Dürren, du jetzt als Lehrer. Ah, jetzt kommt wieder so eine Frage bestimmt. Bist du früher oft rausgeflogen oder hast irgendwelche Strafen bekommen in der Schule? Wenn ja, was war die schlimmste? Meine schlimmste Strafe in der Schule war, glaube ich, eine Raumfahrweis. Ich habe nie irgendwas Schlimmeres gemacht, weil ich dem Lehrer Kontra gegeben habe. Weil ich gesagt habe, Herr Lehrer, ich bin mit Ihrer Meinung dazu nicht einverstanden. Das finde ich nicht fair als Benotung für und vor allem nicht von mir. Ich habe mich eingesetzt für einen Klassenkameraden, der irgendwie eine 5 bekommen hat und war eigentlich sehr gut, aber man hat gemerkt, der Lehrer hat ein Problem damit, dass er eine gute Note bekommt und gibt ihm eben völlig unbegründet mit völlig an den Haaren herbeigezogenen Argumenten eine 5 und da habe ich mich dann eingesetzt und musste den Raum verlassen. Ja, manche Lehrer sind echte Monster. Okay, dann haben wir, hey Dürden, ist in deinen Augen die Art, an die neuen HOT-Legis zu kommen, fair oder findest du das an einigen Stellen, was drehen müsste? Felix, das ist eine gute Frage, weil ich mich mit den Sammlungen gar nicht so beschäftigt habe. Was ich aber weiß, ist durch die Sammlung, dass wir hier oftmals Content haben, der an Meta-Events gebunden ist und deshalb oder auch an große Bosse gebunden ist und deshalb darauf an, man ja, braucht eigentlich Hilfe. Man ist darauf angewiesen, dass Leute dazukommen und was sie meiner Meinung nach immer machen müssten, wäre diese HOT-legendären Waffen oder überhaupt legendäre Waffen, die dazu noch kommen irgendwann, diese Sammlung der Waffen irgendwie solo möglich zu machen. Dass also die Leute, wenn sie die Sammlung anfangen, sagen, passt auf Leute, ich spiele jetzt einen Content, muss einen Content spielen, der ist sehr alt, keiner ist mehr da, aber es ist ein Content, der eben auch alleine schaffbar ist. Irgendwas sammeln, irgendwas zusammenschmieden. Ich finde, unbedingt so ein Meta-Event durchzuziehen, ist gar nicht so, sollte gar nicht so notwendig sein, weil es immer darauf ankommt, finde ich überhaupt Leute dafür. Deshalb zum Teil sehr schön, zum Teil aber auch ein bisschen krass viel und auch krass aufwendig. Die vorletzte Frage, die wir heute haben, die kommt, dann muss ich mal ganz kurz gucken, von Samael, der fragt oder die fragt, eine Frage wäre, lohnt es sich noch mit PvP oder Raids anzufangen? Wo ich schon lange dabei bin, kann ich einfach kein PvP spielen und von den Raids habe ich Bammel. Ich würde sagen, PvP spielen, weil es sich lohnt, kann man gar nicht. PvP ist weder lohnend noch irgendwie wie kann man sagen, ja, es bringt dir nichts, sagen wir es einfach so. Es lohnt sich nicht, du hast nicht wirklich viel Gold, was rauskommt, du hast nicht wirklich viel Loot. Raids allerdings kann man, glaube ich, sehr, sehr leicht anfangen, wenn man sagt, ich suche jetzt eine Gruppe von neuen Leuten, die das sich erstmal beibringen, weil da gibt es immer wieder, es gibt einen Haufen von den Leuten wie dich, auch mich zum Beispiel, die nie in diese Raids eingestiegen sind, weil sie eben genau das dachten wie du, ich habe Bammel, ich habe eh keine Chance, ich komme da nicht mehr rein, es ist zu spät. PvP, da kommt ganz, ganz viel auch auf, da kommt es auch wirklich auf deine Zeit an, die du reinsteckst, auf deinen Skill. Bei Raids wiederum musst du dich nur in bestimmte Rollen reinfinden, die du erledigst. Natürlich auch da musst du ein bisschen üben. Aber sobald du die Fähigkeiten kennst der Gegner, wie du dich zu stellen hast, wie du was zu tun hast und deine Klasse einigermaßen spielst, ist es, glaube ich, eigentlich gar kein großes Problem. Und du findest relativ schnell rein, wenn du sagst, man holt dich ab. Das ist immer wichtig. Okay, Scandalicious hat die letzte Frage für heute und zwar mit der Frage, bleibst du nur bei GW2-Content oder wirst du demnächst auch mal andere Spiele bringen? Diese Frage hast du, glaube ich, gestellt, bevor ich dieses Video gemacht habe über meine Zukunftspläne, wenn das jetzt so groß klingt. Und ihr wisst ja mittlerweile, dass es so ist, dass Guild Wars 2 hier auf dem Kanal solo aktiv sein wird vorerst. Und alle Spiele, die ich durchspiele, spiele ich im Stream durch. Deshalb schaut gerne vorbei auf meinem Stream. Der Link ist in der Beschreibung, dass ich das mal sagen darf. Der Link ist in der Beschreibung. Guckt da vorbei. Es gibt da auch unter der Dirt-Zeit einen Streaming-Plan für die Woche. Vielleicht findet ihr was, was euch gefällt. Und damit sind wir heute am Ende. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Dienstag. 2. Mai ist heute. Und damit auch viel Spaß beim heutigen Patch. Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, guckt ab 17 Uhr rein auf twitch.tv/dirtengaming. Ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ich bin raus.